Ja, wir sind auf einem Campingplatz in Bayern mittlerweile angekommen, in der Nähe vom Bodensee. Und hier ist ein Chausson 640 mit einer ganzen Familie dabei. Ja, und sie sind ganz große Fans von einem Fußballverein mit einem großen B. Das habe ich nämlich erkannt, weil ja, einer von denen hat sogar einen Ohrring an mit einem B drin. Und so das Thema Vanlife und Camping. Ich zeige es mal gerade. Da ist der Kleine, das ist nämlich der Enkel. Hallo, wie ist denn dein Vorname? Max. Max. Was hast du denn da für ein T-Shirt an? Von welchem Verein ist das? Gladbach. Von Gladbach. Und da ist der Opa, gell? Ja, genau. Du bist der Opa? Andreas. Ja, und du hast auch ein Gladbach-T-Shirt an? Ja, schon solange ich denken kann, bin ich Gladbach-Fan. Ich habe dir eben eine Frage gestellt. Was ist denn das für ein B, habe ich gefragt. Was hinten auf deinem Mobil drauf ist, da hast du gesagt, das kann ja gar nicht wahr sein. Ja, ich habe gedacht, es gibt nicht so viele, die das nicht wissen, was es ist. Warte, ich zeig's mal gerade. Denn du bist ein ganz bekennender Fan, aber ich werde euch auch gleich... Warte mal, ich mach's direkt. Dein Vorname? Manuela. Ja, du bist wahrscheinlich die Frau von deinem Mann. Ja, genau. Und ich habe Gladbach mit geheiratet. Der Engel ist dabei. Und der Sohn ist natürlich dabei. Ganz genau. Hi, dann, ich bin Mike. Mike, genau. Okay, super. Ja, ihr kommt aus Baden-Württemberg, aber ihr habt einen interessanten Akzent. Ihr kommt nämlich ursprünglich aus Thüringen. Aus Thüringen, genau. Aus der Nähe von Ilmenau, also zwischen Suhl und Erfurt ist das Ganze. Ja. Und sind auch jetzt schon seit 93 hier in Baden-Württemberg, haben aber so den Dialekt so mittlerweile so ein bisschen verhochdeutsch, dass die Schwaben uns auch verstehen. Ja. So, das heißt, das Thema, ganz große Thema Camping, ist das neu für deine Eltern? Das ist relativ neu und das ist relativ spannend. Also sie machen das jetzt schon 1-2 Jahre, dass sie sich diese Wohnmobile ausleihen und in Urlaub fahren. Und wenn ich das verraten darf, glaube ich, sie lösen jetzt Ende August ihre Wohnung auf. Mein Papa durfte jetzt letzten Freitag in Rente gehen. Quatsch. Ja, es ist soweit. Er hat jetzt noch ein bisschen Urlaub, aber die Rente steht vor der Tür. Und dann werden die beiden wohnungslos nur noch mit dem Wohnmobil unterwegs sein. Echt? Echt wahr, ja. Ja, das ist doch toll, oder? Am 9. ist mein Mann in Rente und dann haben wir vor über Deutschland und dann, wenn alles klappt, dass wir in Spanien überwintern können. Ja, das wird wahrscheinlich klappen. Ich denke schon. Ich hoffe, ja. Wir hoffen, ja. Ihr habt euch wahrscheinlich schon vorher informiert darüber, wie das so ist, oder? Auf alle Fälle. Das geht schon ein paar Jahre. Informieren wir uns über Videos und so weiter und verfolgen viele Video-YouTuber und schauen, was die so berichten. Es gibt so Leute wie wir, die dann genau, irgendwo gucken. Genau. Da haben wir schon uns viel Erfahrung geholt. Also nochmal, das ist jetzt kein Witz. Das ist kein Witz. Ihr wandert aus nach Spanien im Wohnmobil quasi. Wir wollen überwintern. Überwintern, das heißt. Aber wir haben die Wohnung aufgelöst, weil, warum? Ist aber schade für den Enkel, oder? So ein bisschen. Das heißt, es gibt doch WhatsApp, oder? Video. Genau, wir haben doch Videoanrufe, gell, Max? Mhm. Na genau, das kriegen wir hin. Und wir sind ja nicht für immer weg. Wir wollen ja dann wieder im Frühjahr, wollen wir dann wieder kommen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Das ist aber eigentlich schon ganz toll. Das heißt, wenn man sich so lieb hat, dass man so auf engstem Raum denn zusammenleben kann, das halt ist so, oder? Ja, wir sind 41 Jahre verheiratet und das ging immer alles super. Und das wird auch so klappen. Und wenn nicht, nimmt mein Mann das Fahrrad und zieht das weiter. Ich zeig mal gerade was. Denn hinten drauf auf dem Wohnmobil, da ist dieses ominöse B, wo ich nicht wusste, was es ist. Ich hoffe, es kommt nicht allzu viel. Und natürlich, der Ernie ist on Tour. Wieso ist denn da der Ernie drauf, hinten drauf? Das hat sich der Enkel ausgesucht von der Sesamstraße. Und das ist halt eine bekannte Sache. Und er wollte halt, dass das Wohnmobil Ernie heißt. Deswegen haben wir den hinten drauf gemacht. So, ihr wart schon mal hier auf dem Platz? Nein, wir waren noch nicht hier auf dem Platz. Wir sind das erste Mal. Bedingt durch unseren Enkel haben wir gedacht, hier sind Spielplätze, Animation, Schwimmbad, sodass er da auch keine Langeweile hat, nur mit Oma und Opa hier rumzuhängen, sondern auch mit den Kindern was zu unternehmen. Aber es ist doch so schön, die ganze Zeit mit Oma und Opa immer Küsschen geben. Nee? Ja. Ja. Du wirst doch bezahlt für die Antworten hier. Nee, sehr, sehr schön. Ja, wenn ich dich mal fragen darf, was hast du denn gemacht in deinem Leben, so dein ganzes Leben lang? Ja, das ganze Leben lang. Ich war in der Elektrotechnik beschäftigt in Thüringen und 1993, durch die ganze Sache, was alles kaputt gegangen ist, sind wir nach Baden-Württemberg gezogen und dann habe ich in einem Sägewerk gearbeitet, 27 Jahre. 27 Jahre in der Sägenschärferei. Und ja, jetzt gehe ich in den wohlverdienten Ruhestand und ich denke mal, dass die ganze Sache recht spannend wird für uns und ja, werden wir sehen, was dabei rauskommt. Ja, und was sagt dein Sohn dazu?
Der, weiß ich nicht, er wird sich freuen, dass die Alten vielleicht mal ein bisschen weg sind oder was. Ich weiß, ich denke, das könnte sein. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen, als ich gesagt habe, wir machen ein Video bei euch. Da ging es ja eigentlich nur um Fußball, dass ihr jetzt praktisch dann autark im Wohnmobil dann reist. Du hast überhaupt keine Angst davor? Ich war eigentlich so mit der Zünder auch. Der Zünder? Weil ich gesagt habe, ich möchte eigentlich noch was erleben. Und wenn ich jetzt, wann dann? Das Schöne ist, man lernt immer wieder Leute treffen. Oder, das ist das oder Schöne. Man sieht es ja jetzt bei dir. Ja, das stimmt. Ich stand mal kurz, habt ihr gedacht, da steigt bestimmt irgend so ein komischer Typ aus dem Auto. Nö. Wir haben immer gute Erfahrungen mit den Campern und es sind immer nette Gespräche. Genau, ihr dürft mal jemanden grüßen, nämlich den Markus, den kennt ihr vom Momoclick, ja, genau, aus den Videos. Ja, genau, Markus, wir grüßen dich. Ihr habt ja, auch gute Reportagen immer, das ist richtig spannend und sehr informativ. Ja. Ich zeig mal gerade, ihr habt einen ganz tollen Feuerlöscher. Oder wir machen jetzt erstmal Folgendes. Wir machen mal eine ganz kleine Roomtour, dass wir mal sehen. Ihr habt draußen drauf einen Gepäckträger drauf. Warum die Marke Chausson? Ist die gut? Ja, ich denke, dass es ein guter ist. Wir haben uns jetzt einige Jahre haben wir uns mal den ausgeborgt, mal den ausgeliehen. Und der passt halt zu uns, weil wir wollten eigentlich nicht mit den ganzen Tag das Bett durch die Botanik fahren. Und das mit dem Mittelbett, das passt eigentlich für uns. Ach so, das heißt, ihr habt hinten eine Sitzgruppe drin, oder wie? Nee, wir haben hinten einen riesengroßen Schrank, was für unseren Aufenthalt jetzt sehr wichtig ist, weil die Frau, die braucht ja meistens ein bisschen mehr Klamotten. Genau. Und deswegen haben wir gedacht, so ein Hubbett in der Mitte, was nicht stört, was man hochfahren kann, das ist perfekt für uns. Das ist im Prinzip das einzige Bett, was ihr dann habt. Das heißt, ihr habt hinten und vorne dann richtig viel Platz, wenn das Bett hochgefahren ist? Ja, eine riesen Sitzgruppe vorne. Und ja, hinten, wie gesagt, ein riesen Schrank. Schauen wir uns gleich mal an. Ja, gerne. Warte mal kurz. Aber erstmal, ich zeige es mal gerade komplett. Die Länge 7,50 Meter ungefähr. Genau. Ja, ungefähr 7,50 Meter. Und das ist wahrscheinlich ein Raumzuschnitt, der ganz spannend ist. Er hat eine Rückfahrkamera, richtig? Ja. Eine Rückfahrkamera dabei. Interessant ist, man kann hier hinten aufmachen. Das habe ich ja, das gibt es selten bei Wohnmobilen, das oder? Das gibt es selten, ja. Dadurch, dass der Fahrradträger hinten dran ist, können wir es nicht ganz hochklappen, aber man braucht es auch nicht so sehr oft, die Hinterklappe. Sag mal, hier die Fahrräder da drauf zu kriegen, ist das schwer, wenn er so hoch ist? Die E-Bikes meiner Frau, ihres, ist ganz schön schwer, da haben wir schon ein bisschen zu wuchten, ja. Aber Ihr wollt ja auch fit bleiben, oder? Ja, genau, richtig. Genau. Wir wollen ja auch lange unterwegs sein, machen wir halt mal uns fit. Zeig mal gerade, da vorne ist die Wäschespinne. Original aus Thüringen, nehme ich an. Die ist original aus dem Schwabenland, glaube ich. Schwabenland. Mhm. Wenn ich ab und zu mal so einen Witz mache über Thüringen, dann liegt das daran, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wo das genau ist, Thüringen. Wenn es mir mal, gut, wir kommen aus dem Saarland und die Deutschlandkarte, die, also ich kann dir mehr über Frankreich sagen. Erfurt, Landeshauptstadt Erfurt, Eisenach. Richtung Bayern ist daneben. Bayern ist daneben. Franken, oder? Ja, genau. Ja. Franken ist daneben, Suhl oder was ist da? Genau. Richtig, Suhl, Eisenach, der Wartburgstadt. Ah, ihr habt eine ganz neue Autobahn jetzt, gell, da unten. Ja, 71, die ihr ist... Ihr seid das. Die wo du drauf bist. Fast jeder Ort hat eine Abfahrt dort gekriegt. Die geht, glaube ich, von Nürnberg, kannst du dann heizen runter bis praktisch da runter. Ja, der A9 ist nicht so, aber die A71, die über Schweinfurt bis Würzburg geht, die ist natürlich sehr, sehr gut. Sehr neu und sehr, sehr gut. Da habt ihr diese neue Autobahn, die wir nicht haben. Siehst du mal. So, ihr habt es aber auch verdient. So, machen wir da hinten mal auf. Ich will da mal reingucken, wenn ich darf. Darf ich? Natürlich. Natürlich. Das sieht aber aus wie... Das ist gut. Gut, Kraut und Rüben ist super, denn ihr wollt ja euer ganzes Leben damit verbringen. Deswegen müsst ihr mal zulassen, dass ich mal reingucke. Ah, da sind die Sitzauflagen. Ja, genau, die Sitzauflagen und dann haben wir uns so ein Regal reingebaut, die ganzen Utensilien und ja, wie gesagt, jetzt ein bisschen Unordnung da drin, weil das Wetter war jetzt so schlecht, da haben wir immer nur reingeworfen und raus. Oh, ist ja nicht so schlimm. Das heißt, da ist auch die Gießkanne, das heißt, wenn mal etwas nachzufüllendes Wasser, dann könnt ihr es machen. Ja, genau, Wasserschlauch, alles dabei. Toll, das heißt, die Fahrräder müssen ja auch nicht drauf. Und hier hinten habe ich dann noch ein Riesenfach, das heißt, ich kann es super beladen. Ja, okay, hier kriegt man noch einiges rein. Und so, jetzt zeigt man gerade das Bier hier, das steht nämlich hier auf dem Tisch, das Hochdorfer, das kommt bei euch um die Ecke, oder? Das ist schwäbisches Bier und auch ein sehr leckeres Bier, wenn man da Werbung machen darf, gell? Ja klar, das machen wir heute mal. So, der Tisch ist da, die Stühle sind da, ja, ihr habt alles, was ihr braucht. Und das Leben habt ihr jetzt ein paar Jahre schon mal ausprobiert im Wohnmobil, das heißt, ihr,
Erzählt euch nach wie vor noch viel oder seid ihr eher so Taubstummenparty dann, wenn ihr da so am Tisch sitzt? Wir erzählen uns sehr viel. Ja, und das hoffen wir ja dann auch, wenn wir dann auf Reisen sind, dass wir noch mehr zu erzählen haben. Dann wird es nie langweilig und mein Mann sitzt nicht daheim im Sessel und wartet halt so das Rentenalter, was kommt da noch und was weiß ich. Ums Sterben kümmern wir uns später. Wir wollen noch was erleben. Das Schöne ist ja, man trifft Leute, man sitzt abends auch mal gesellig zusammen. Seid ihr eher so die geselligen Typen? Ja, sehr, doch. Wir begrüßen auch gleich jeden und dann merken wir dann auch, ja, der ist okay oder der will ein bisschen Abstand und dann lassen wir das auch. Aber das gefällt uns sehr gut, dass man da auch wirklich Kontakt mit den Menschen hat und viel erfährt und Gemeinsamkeiten austauschen kann. Das ist schon schön. Da würde ich aber das Enkelchen schon fehlen ein bisschen, oder? Das fehlt auf alle Fälle, klar. Aber wie gesagt, wir haben ja auch Videotelefonie und wir haben ihn jetzt 7,5 Jahre immer begleitet. Wir hatten ihn jede Woche. Jede Woche? Jetzt sind auch mal die Kumpels dran und die Interessen werden ja auch ein bisschen anders. Okay. Ah ja, das wird schon werden. Gell? Ist er alleine als Enkel? Ja, einzelner Enkel. Ein Einzelenkel. Okay, super. Ja, man sieht die großen Reifen. Es ist ein Fiat Ducato als Aufbau. Und ich halte mal ganz kurz rein. Ich mache mal ganz kurz die Schuhe mal so richtig sauber, dass wir mal sehen. Wow, ist das groß! Jetzt weiß ich, was ihr meint. Ja, wir wollten Raumgefühl. Ihr wolltet Raumgefühl, das heißt... Da oben ist das Hubbett und das ist das einzige Bett. Jetzt gehe ich mal ganz kurz rein, tritt mir nochmal die Füße ab, dass wir das haben. Boah, das gibt's doch gar nicht. Das ist ja eine richtig gute Stube hier. Ja. Warte, ich gehe mal gerade ganz zurück. Wir haben auf der Messe in Düsseldorf bestimmt 2 Stunden in diesem Wohnmobil gesessen und haben auf uns das wirken lassen und haben die Leute beobachtet, die reinkamen, welche Meinung. Und dann haben wir gesagt, das ist es. Das heißt, ihr fahrt das einfach runter? Wir fahren das runter. Ach, das geht elektrisch? Ja. Das geht aber schnell, oder? Und das ist 1,60 mal 2 Meter und wir haben zu dritt als Enkel. Also das geht bis runter zu den Sitzen, sodass man ganz normal einsteigen kann. Ich brauche keine Leiter. Ich könnte hier unten jetzt auch noch Schlafgelegenheiten schaffen, mit einer Leiter dann hier oben noch schlafen. Aber wir drei schlafen hier oben. Alle drei? Wir drei. Ihr schläft in der Mitte? Er schläft in der Mitte. Ja. In der Ritze, die es nicht gibt. Genau so. Gell? Stimmt. Das ist ja toll. Das ist Elektro-Hubbett, ist natürlich klasse. Es gab noch nie ein Problem damit, mit rauf und runter? Nein, bis jetzt noch gar nicht. Wenn irgendein Problem wäre, könnten wir auch mit der Kurbel was machen. Mit der Kurbel was machen. Das ist schön. Ist aber natürlich ist stark. Ist kaputt. Du kannst die Bettauflagen liegen lassen. Das heißt, da fährt es halt nicht ganz so weit hoch, aber dann... Es reicht. Wenn die Lichter angehen, ist okay. Genau, eigentlich genug Höhe. Das ist ja ein genialer Raumschnitt. Warte mal, ich zeige das mal gerade. Ich kann gar nicht so weit zurückgehen, dass man das mal sieht. Ihr habt mehr Platz als ich in meinem Morello. Weißt du das? Echt? Ja, echt. Ihr könnt mal gerne reingucken. Ja, das würden wir gerne mal machen. Ja, könnt ihr gerne machen. Also das ist da oben, die Schlüssel ist ja genial, wie ihr die da hingemacht habt. Ja. Das gefällt mir richtig gut. Da vorne ist der Enkel natürlich, der darf nicht fehlen, oder? Ja, da kommen noch ein paar Bilder hin jetzt. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis wir starten und ja. So, ihr habt natürlich eine Heizung drin, eine Stand-Dieselheizung habt ihr drin. Ja, nee. Genau. Ja. Ist natürlich toll. Das heißt, ihr seid vollkommen autark. Ihr braucht auf Gas nicht zu gucken. Das heißt, ihr heizt mit Diesel. Mit dem Heizen, das ist perfekt. Mit der Dieselheizung. Und die verbraucht natürlich auch sehr, sehr wenig. Und heute hatten wir sie mal an, weil es verhältnismäßig frisch war. Ja. Und das geht ja, ratzbatz ist der aufgewärmt. Der hat aber noch Gas ein bisschen, oder? Hat auch Gas, ja. Auch zusätzlich noch eine Gasheizung oder ihr heizt nur mit Diesel? Nur mit Diesel heizt man. Okay. Das heißt heizen so lange, wie man will, fährt dann zur Tankstelle, tankt Diesel nach. Ja. Man riecht nichts da. Also ganz minimal, wenn er anfängt warm zu werden, aber sonst gar nicht. Und es ist sehr, sehr schnell warm. Und das Klack, 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 das hört man so ein bisschen? Nein, gar nicht. Ganz minimal. Ganz minimal. Ich glaube, da ist so eine ganz kleine Pumpe dabei, die immer wieder ein bisschen Diesel nachschießt. Mhm. Und das war so das Einzige. Aber das, wenn ihr das nicht hört, das ist ja genial. Das heißt, ich fasse mal zusammen. Ich krieg das ist ja Wahnsinn. Die Küche allein, das ist ja wie im Einfamilienhaus hier. Habt eine riesen Küche, dominiert natürlich die Kaffeemaschine. Bei euch, da gibt es einen ordentlichen Filterkaffee, das heißt, da steht der Löffel, oder? Ja, so ungefähr, ja. Kein Muckefuck. Nein. Ja, wie gesagt, das ganze hintere Abteil ist ja dadurch frei, dass man die Betten da nicht hat und so. Und da ist der Kleiderschrank natürlich auch extrem. Groß dann da. Ein riesen Zuschnitt. Also ich bin ganz begeistert. Ich kann mal aufmachen, den Schrank können wir auch nochmal aufmachen. Nee.
Weil da ist auch nochmal. Du glaubst es nicht. Ganz schön Platz. Ich zeig das mal gerade. Ach, das ist das, was du gesagt hast mit deiner Frau. So, ja, und da, genau. Vorne, da vorne sind die Trikots drin von dem Sohn. Der Mann hat auch genug. Ja, aber. Das heißt, ihr könnt hier vorne was hinhängen, dann theoretisch. Ja. Und da vorne habt ihr so die Kisten drin, wo ihr dann alles sortiert habt, vom Unterhöschen bis zu den Strümpfen. Da sind die Handtücher. Ja, jetzt ist es im Moment ein bisschen chaotisch, weil wir einen Enkel seine Sachen mit da rein haben. Und da haben wir hier auch in der Dusche reingehangen. Ist alles in Ordnung. Reingehangen, aber das ist, ja, und, so ist das. Und da vorne ist die Dusche. Ihr habt schon drin geduscht? Ja. Ja, klar. Ja. Wie zu Hause. Ist das ja. auch, dass das Warmmachen ist, es mit Diesel auch? Oder? Das ist mit Gas. Das mit Gas. Ist Gas, ja. Mhm. Gas, toll. Also die hat auch verhältnismäßig großen Platz. Also sie ist nicht eng irgendwie hier drin. Hier ja, und wenn man denn mal das Geschäftchen macht, dann kann man auch zumachen, nehme ich an, oder? Zumachen. Ja. Und toll, das heißt, du bist jetzt eher der, so eine Stunde auf dem Klo sitzt, oder? Ich bin der hier fast gar nicht auf dem Klo sitzt. Also ja. Wenn wir irgendwo auf dem Platz sind, da gehe ich natürlich raus. Aber deine wenn Frau. Wir... geht schon mal nachts. Ab und zu in der Nacht, das bleibt nicht aus. Okay. Und wenn der Enkel, naja, das ist ja kein großes Thema. Ja, ja, das sagt man so. Ja, ich habe das letzte Mal bei meinem Sohn, ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Ja, ja, okay. Ich habe gedacht, kam das wirklich da raus? Da oben ist jetzt natürlich, ihr habt es jetzt ein bisschen dunkel gemacht, aber wenn du da mal aufmachst, da ist eine Luke. Ja, da ist nochmal eine Luke und ja, vorne haben wir die große Luke. Da ist eine Luke. Weil ist normalerweise, wenn natürlich so ein Bett mit in der Mitte ist, das frisst auch ein bisschen Licht, denke ja. ich so. Ach, da oben ist noch. Ja, jetzt wirkt es aber gleich schon ein bisschen größer nochmal, oder? Ja. Stark. Auch noch mal. Und auch zum Aufmachen. Und ich denke doch, dass wir dann im November, Dezember, Januar, Februar nicht so oft die Dieselheizung brauchen, weil wir wollen ja in die Wärme. Das ist aber schon schön, gell? Das heißt, immer da oben in Thüringen ist auch schon mal ein bisschen kälter, oh ja, oder? Ja, da auch. Und auch im Schwarzwald. Da ist es ja auch kalt und nass. Das nimmt sich nicht viel von den Temperaturen, Thüringen und der Schwarzwald. Das ist ungefähr das Gleiche. Ungefähr das Gleiche. Wir hoffen, dass in Andalusien um einige Grad wärmer ist dann. So, das habt ihr euch schon gut überlegt, ja. Da vorne die Sitze, die kann man auch drehen, das heißt, das würde es auch nochmal erweitern. Wo ist der Fernseher? Ihr guckt schon mal Fernsehen hier? Ja, der ist hier. Ah, den kann man so rausziehen. Aber das ist nicht die Hauptsache, der Fernseher, weil ja, wir wollen leben und genießen und nicht Fernsehen schauen. So, jetzt will ich mal in den Kühlschrank gucken. Das ist das Wichtigste von allen, was so die Thüringer da so alles drin haben. Kerrygold extra ist schon mal drin. So viel kann ich sagen. Die Gebirgskräuter sind drin. Guck ja, mal das da. Braucht man als Verdauung. Das ist klar, ein Verdauungsschnaps muss sein. So, die Rügenwalder, die pommische grobe Leberwurst, die ist wahrscheinlich für den Enkel, oder? Ja. Nein, er schüttelt mit dem Kopf. Nein. Nee, nicht. So, dann hast du klein hier die Erdbeeren geschnitten und Äpfelchen. Dann vorne sind die Snackwiener. Ihr seid vollkommen normal. Bautzner, natürlich, der Bautzner Tomatenketchup. Ja, klar, das ist ein Enkel seiner. Ja, der muss immer mit. So, oben drin ist Eis für den Enkel. Da sind die Thüringer Bratwürste drin. Original. Original. Tiefgefroren. Und natürlich die Iglo-Kräuter, die dürfen nicht fehlen. Und oben drauf habt ihr noch Kühlmaterial. War es denn schon mal, ihr seid jetzt, wie lange seid ihr jetzt hier? Seit Samstag. Seit Samstag, ja. Genau. Also da hat's dann, es war am Anfang ein bisschen schön und dann fing es an zu regnen. Ja, genau. Die letzten, also gestern, von gestern zu heute, das hat ja fast den ganzen Tag geregnet. Aber wir haben uns gut beschäftigt mit Spielen und mit allen möglichen. Wir haben auch die Wii mit schon. Viele Spiele dabei. Ihr habt eine Wii dabei? Ja, ja, hier. Nintendo. Switch. Genau. Ja. Genau. Eine Switch hast du dabei. Die ist wo? Hinten. Zeig mal, ich will die mal sehen. Eine Switch ist ganz wichtig. Mein Sohn hat nämlich auch eine Switch dabei. Wir keine Werbung machen, aber das ist der große Beruhiger manchmal, oder? Auf alle Fälle, ja. Das braucht man ab und zu mal. Gerade wenn schlechtes Wetter ist und da kann ich raus ein paar Stunden hier drinnen. Da hilft uns das schon ein bisschen über den Berg. Aber die Raumaufteilung hier in dem Teil ist ja wohl der Hammer. Also ich bin ganz, warte, ich gehe jetzt mal ganz zurück hier, dass man das mal sieht. Wenn ich mich jetzt hier ganz ans Ende hinstelle und ich stehe immer noch, ich bin 1,83, kann man hier komplett... Also die schon, es ist richtig gemütlich hier gut, und man kann sich hier so hinpflanzen und hier vorne kann man sich auch hinlegen. Das heißt, ihr habt ein richtiges Sofa dabei. Ja. Boah, ihr seid ja voll zum Leiden. Und wenn man hier liegt, kann man ja umdrehen und da die Beine drauflegen, oder? Ganz genau. Und zwar uns auch wichtig, dass wir hier in der Länge beide vielleicht dann liegen können und ja, mal was gucken oder relaxen, was lesen, wenn mal das Wetter nicht so gut ist.
Ja, wir hatten ja auch bei den anderen Wohnmobilen diese Tischgruppe mit dem, und das war alles so beengt und ja, und auch von der Küche her, dann musste immer zur Seite gehen, damit jemand vorbeikam. Wichtig war mir der große Kühlschrank, weil sonst muss man sich immer beugen und auf den Knien in den Kühlschrank reinschauen. Also das war eigentlich schon die Kriterien, die wir uns lange überlegt haben, was uns gefällt. Jetzt mal eine Frage, als ihr da wart jetzt auf der Messe, ihr habt euch ja auch mit Leuten unterhalten, die da jetzt auch reinkamen, wenn ihr da mehrere Stunden saßt, haben die gedacht, ihr seid da irgendwie Inventar wahrscheinlich drin. Und nee, aber was haben so die Leute, die fanden den Zuschnitt gut? Ja, die durchaus positive Effekte. Wenn die in der Tür reinkam, ging es immer, boah, hier ist aber schön. Ich habe sowas noch nie gesehen. Also echt? Ich habe auf meinen ganzen Reisen Wohnmobil gefilmt, so einen Zuschnitt habe ich noch nie gesehen. Weil es ist ja schon ein Wagnis hier mit dem Bett in der Mitte. Mhm. Weil wenn einer mal nicht so gut drauf ist, das blockiert dann schon. Oder geht das? Oh, deswegen haben wir ja dann auch die zwei Sofas, sage ich jetzt mal, um sich da mal hinzulegen. Das heißt, mir war es halt wichtig, wenn ich hier hinten das Bett habe, wir hatten uns letztes Jahr ein ausgeliehen, ich fahre doch den ganzen Tag Bett spazieren, das brauche ich doch nicht. Ich brauche diesen Raum zum Leben und nicht zum... Ich habe vorne auch ein Hubbett, das haben wir gemerkt, das ist auch sehr praktisch. Ja, ja. Aber hinten haben wir nur ein Querbett, also kein riesiges Bett, damit wir mehr Raum haben, nur 8 Meter Länge. Das ist halt Geschmackssache, der eine will so, natürlich, der andere so. Natürlich, auf alle Fälle, aber uns tut das gut und vor allen Dingen, man kann hier eben halt ganz normal einsteigen ins Bett, ohne irgendwelche Leiter, Treppen zu bedienen. Und was machen wir? Wir fahren das nochmal rauf und runter. Ich will das nochmal sehen, wie es ganz unten ist. Geht das? Kannst du mal machen? Okay. Willst du das mal sehen? Weil ich finde das so phänomenal. Das heißt, ihr müsst ein paar Sachen wegnehmen dann. Sind ja nur Karren. Ach, der fährt bis ganz runter. Der fährt bis zum man darf. Max, geh mal weg. Die Kissen immer weg. Ja. Jetzt hab ich's. Weil normalerweise sind so die Hubbetten, da braucht man eine Leiter für. Das hast du ja eben gesagt, braucht man nicht. Nein, nur wenn man zu viert schlafen möchte. Dann kann einer unten und einer oben schlafen. Der fährt bis ganz runter. Das ja, und dann steige ich halt so ein. Ich wollte mich eben fragen, als es oben war, ob du schon mal runtergefallen bist. Nein, gar nicht. Ich schlafe immer hier. Perfekt. Hab da noch einen Nachttisch, den Stuhl. Ja. Und mein Mann hier und perfekt. Alles gut. Sehr stark. Das heißt, im Prinzip von der Länge, man könnte auch quer schlafen fast, oder? Haben wir auch das diese Tage, aber das gab... Das war nicht sehr rückenfreundlich für mich, weil der Lattenrost geht ja so. Und ja, das habe ich dann am gestern Morgen schon unheimlich gemerkt. Wenn du mir nochmal kurz nochmal sagst, wie war denn die Bundesliga dieses Jahr? Wie war denn das B? War es erfolgreich? Das B war sehr erfolgreich. Wir haben 4. Platz gemacht, sind in der Champions League jetzt und sind ganz schön stolz auf den Verein. Was ist dein Spieler, der Lieblingsspieler? Stindel. 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 Vorname? Lars. Lars. Ist aufgeregt. Gut, dass der Opa da ist, sage ich nur. Und das hier ist jetzt das aktuelle Trikot, oder? Was im Moment gibt. Das ist das 2020er, das aktuelle? Nein, das ist so ein Trikot, das haben sie jetzt wegen Corona, dass man Verein auch ein bisschen unterstützt. Da konnte man das Trikot kaufen und ja. Das auch haben, gemacht, gleich zweimal. Das haben wir natürlich gemacht, das ist klar. Und sie hat aber kein Trikot und eine Frau? Nein, ein normales Dress mit Gladbach drauf. Wenn wir ab und zu ins Stadion gehen, dann braucht sie ja auch sowas. So, vielleicht nicht ganz so doll, dass das Bett heute Abend noch geht. So, der, ja, dann muss er das hält er aus. Das hält aus. Das hält's aus. Hubstützen habt ihr keine hier drin? Das heißt, ihr müsst, wenn es mal ein bisschen schief ist, dann auf den Keil fahren? Oder wie läuft das? Ja. Das fahren wir auf den Keil, ganz genau. Aber da sind wir auch am Überlegen. Wir haben da schon einige Dinge angeschaut, mal vielleicht solche Hubstützen noch zu setzen. Das zulässige Gesamtgewicht, ist das ein Thema für euch, dass ihr die 3,5 Tonnen ab und zu mal knackt? Ich weiß es noch nicht. Wir schauen mal. Ich glaube, das wird eng, weil da kommen einige Gerätschaften noch dazu. Der Thermomix muss mit. Der Thermomix muss mit. Und dann hat sie noch so andere Koch-Dinger, was weiß ich, was da alles. So ein Omia und da kenne ich mich nicht so gut aus. Gut, da reden wir dann nicht über 500 Kilo, aber eins kommt zum anderen, oder? Ja. Natürlich, das läppert sich dann schon zusammen. Und ich denke, es wird sehr, sehr knapp, wenn wir fahren. So, ich bin echt begeistert. Also ich muss sagen, der Raumzuschnitt, als wir uns eben kurz kennengelernt haben, habe ich mir gedacht, naja, das Thema Fußball allein wird schon gehen. Ich zeige mal gerade deinen Ohrring, mach mal kurz zur Seite, damit man sehen kann. Er hat ein Original, aber ich finde das toll. So, wir gehen nochmal kurz raus, machen wir Abmoderation, denn ich habe das Gefühl, dein Sohn ist gar nicht mehr da. Doch. Da steht ja auch der Max. Warte mal kurz hinten drauf. Max ist er. Da ist er. So, da ist nämlich der Oscar. Hallo Oscar. Der Max ist nämlich auch 7 und er hat eine Switch dabei. Jo. Jo.
So. Da gab es schon begeisterte Reaktionen von, ne? Also ich bin ganz begeistert von deinem Papa. Der hat ja, so eine Story habe ich ja lange nicht mehr gehört, dass der jetzt die Wohnung aufgelöst hat. Ist das nicht ein befreiendes Gefühl für dich? Ja, sehr. Dass das weg ist, so das Ganze drumherum? Ja. Ich meine, das Eigentum, das verpflichtet ja auch so ein bisschen. Der Schrank da, die... Ja, aber das ging verhältnismäßig gut alles. Und wir haben uns da am Anfang viel zu fair einen Kopf gemacht. Aber ich glaube, dass die Zeit, die jetzt kommt, die wird sehr spannend, aufregend und... Ja, ich glaube, wir genießen das jetzt. Wenn ihr unten seid, ihr müsst mir unbedingt, also ich schicke euch meine E-Mail-Adresse, ihr müsst mir ein Foto oder einen kleinen Film schicken, wo ihr unten seid. Dann kann ich das mal zusammenbauen. Natürlich. Das machen wir gerne. Wenn wir bis dahin kommen. Aber ich denke schon. Ja, ich denke auch. Ja, vielen Dank. Es würde mich noch bei dir interessieren, was machst du beruflich? Ich bin, arbeite bei einer großen Krankenkasse. Ja, als was? Und darf da so Produktmanager sein und ein Teambetreuer, so in Richtung Coaching. Ja, das merkt man nämlich, weil du sehr, sehr deutlich sprichst, langsam laut und deutlich. Das heißt, du hast irgendwas zu tun mit Vertrieb, so ein bisschen. Ja, es geht auch in die Richtung, ganz genau. So ein bisschen Beratung, genau. Sehr schön. So, und ich bedanke mich vielmals bei euch. Ja, wir müssen nämlich jetzt nochmal los. Ja. Tschüss und alles Gute auf deiner tollen Reise. Ciao. Danke. Ciao. Danke, ciao.